Hey ho! FT3? Und was machen wir in dem FT3? Wir machen heute wieder mal Schichtrouladen, aber im Jägerstyle. Ich wollte schon immer mal wissen, funktioniert es, schmeckt es? Und ja, für morgen habe ich schon wieder was anderes geplant, also mache ich bloß eine kleine Portion, deswegen FT3. Aber jetzt gehen wir rüber und gucken mal, was ich alles an Zutaten habe. Mitkommen. Da wären wir auch schon mit unserer Übersicht. Als allererstes Bacon. Ich werde nie wieder irgendwelche Rouladen ohne echten Bacon machen. Punkt. Baconstreifen und Baconscheiben, dass wir den Topf nachher auslegen können. Ein bisschen Butter. An Tommy-Senf dieses Mal. Ein bisschen Tomatenmark. Salz, Pfeffer, Paprika. Ein bisschen an Rotweinhammer. Wieder jede Menge Petersilie, eine Möhre, ein bisschen Sellerie, zwei Zwiebeln, Champignons und natürlich drei ordentliche Fladen. Drei ordentliche Rouladen. Die werden wir jetzt einmal halbieren und dann werde ich die in der Pfanne, jawohl, in der Grillpfanne, erst einmal ein bisschen anbraten, ein bisschen Röstaromen verpassen, bevor die dann gesalzen, gepfeffert und mit Senf eingerieben werden. Ganz genau, so machen wir das jetzt. In die Grillpfanne tue ich aber auch noch ein klein bisschen Butter mit rein. Okay, dann würde ich sagen, halbiere ich die und dann können wir schon zur Pfanne rübergehen. Messer am Minor. Hier im Hintergrund haben wir noch eine Rinderbouillon, was ich gerade angesetzt habe. Einfach so mit so einem Püree-Würfel, weil so so ein Gläsle da habe ich heute nirgends bekommen. Also muss das vollkommen ausreichen. Wird es auch mit Sicherheit. Aber jetzt schmelzen wir schnell die Butter und dann können wir auch schon die Rouladen anbraten. Und währenddessen fange ich an, das andere Zeug klein zu schneiden. Und bevor wir hier jetzt braune Butter kriegen, schnell, oh Mann, hier geht's wieder zu. Schnell die ersten Rouladen rein. Kriege da eine ganze Nei, also zwei halbe. Und dann geben wir den Dingern einfach mal ein paar Röstaromen. Die andere Möglichkeit wäre natürlich, die auf den Grill zu schmeißen oder auf die Feuerplatte, je nachdem, für was ihr euch entscheidet. Und wie ihr seht, ein paar Röstaromen gibt es hier drin auf alle Fälle. Ja, die sind soweit gut. Und gleich die nächsten rein, dass wir fertig werden, dass wir mit unserer Füllung bzw. Zwischenschicht anfangen können. Na, lasst die halt ordentlich ausbreiten. Tja, Freunde, Fleisch fertig, Pfanne schon wieder sauber, so einfach geht's. Einmal mit Wasser kurz aufgekocht, ausgespült, fertig und Moment, schnell die Pfanne aufräumen, dass ich nachher möglichst wenig Geschirr habe. Ja, hier habe ich schon die nächste Ladung liegen. Zwiebel, Petersilie, Sellerie, Möhrchen, ein Stückchen Butter und das schmoren wir jetzt anständig durch. Auf einmal kurz Vollgas hier am Herd. Und dann unser Tomatenmark gleich mit rein. Das kann ich auch gleich machen. Moment. Das ist mir doch viel zu umständlich sonst. Weil wie gesagt, mit so einem Quetscherpresser geht es so einfach. Ich
Und schwupp, haben wir die Tube restlos leer und können sie wegschmeißen. So, erstmal alles auf die Seite stellen, was wir hier jetzt nicht mehr brauchen. Wie gesagt, das Ganze ordentlich anschmuggeln und dann kommen eh schon die Pilze mit dazu. Nachdem das Ganze etwas angeschwitzt ist, kommen auch schon die Champignons mit hinein. Und das Wichtigste habe ich jetzt vergessen. Den Bacon, den wollt ihr eigentlich am Anfang mit reinhauen. Naja, gut. Dann halt jetzt. So, mal ordentlich durchschmuggeln lassen und dann können wir das Ganze schon wieder runternehmen und abkühlen lassen. Und in der Zwischenzeit machen wir mal da drüben den Topf soweit fertig. Klitzekleine Planänderung. Ich habe hier noch mit ein klein wenig Rotwein abgelöscht. Und ja, jetzt tun wir hier gleich noch ein bisschen Salz, Pfeffer, Paprika rein. Einfach mal so frei Schnauze. Wie üblich halt. Könnte man da sogar noch ein bisschen an Senf mit rein tun, dass die Füllung noch ein bisschen, ja, Füllung sage ich dauernd, weil es ja Rouladen sind, die Zwischenschichtung ein bisschen intensiver wird. Könnte man machen, muss man aber nicht, machen wir jetzt auch nicht. So, ein klitzekleines bisschen noch und dann wären die Zwischenlagen soweit fertig. Aber jetzt machen wir endlich mit dem Topf drüben weiter. Und genau jener welcher wird heute ja Gott sei Dank mit normalen, richtigen, feinen, geilen, leckeren Bacon ausgelegt. Ja, und nicht mit so einem Putenzeug. Also das hat mich das letzte Mal bei den Schichtrouladen wirklich extremst gestört, muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber was tut man nicht alles für seine Gäste? Also wenn hier jetzt der Rand vom Topf nicht ganz bedeckt ist, ist das nicht weiter schlimm. Das macht gar nichts. So, Hauptsache unten haben wir ordentlich Becken drin. Das waren jetzt auch schon wieder zwei Päckchen. Ja, und dann können wir anfangen, unsere Rouladen zum Würzen. Und zwar ebenfalls mit Salz, Pfeffer und Paprika. Was haben wir vergessen? Den Pfeffer. Und noch eine Tube leer heute. Ja, und dann können wir schon anfangen, die ersten zwei Halben nach unten reinzuwuchten. Und dann Bacon. Auf alle Fälle Bacon. So, dann kommen wir mit unserer Zwischenfüllung. Die ist noch nicht einmal abgekühlt, aber ja, es muss was vorangehen hier. So.
nächste Schicht Rouladen. Und ich denke, mehr als drei Rouladen brauchen wir gar nicht für das kleine Töpfle. Das dürfte so genau die richtige Menge sein. Jetzt haben wir den Bacon vergessen. Gar nichts, hauen wir jetzt drauf. So, und die letzte Schicht Rouladen. Jetzt die letzte Bacon-Schicht dann auch ganz oben drauf, dass das oben eine richtige Schutzschicht gibt, weil wir hauen nämlich auch von oben heute Kohlen drauf. Was habe ich heute nicht in meine Rouladen reingetan? Richtig, Reis, so wie ich es gesagt habe. Warum habe ich keinen Reis mit rein? Naja Leute, ich war der Meinung, bei einer Jägerfüllung hätte der Reis nicht ganz so gut dazu gepasst. Und deswegen habe ich das heute sein lassen. Aber das nächste Mal, wenn ich Rouladen mache, kommt wieder Reis mit rein. So, weg mit der Pfanne. Je mehr Bacon, desto gut. So, gleich geht's weiter. Moment. Verdammt! Ich war die ganze Zeit mit der Cam nicht ganz dran. Ich hoffe wirklich, man hat es jetzt gesehen, alles so halbwegs. Oh Mann, einmal schaut man nicht aufs Display und dann sowas. Also dass jetzt das meiste vorher außerhalb vom Bild war, das tut mir jetzt echt leid. Das war wirklich keine Absicht. Aber sowas passiert halt. Gerade wenn man Videos komplett alleine macht. So, jetzt tun wir erst einmal ein bisschen Rotwein rein. Und unsere Rinderbouillon. Und den Rest heben wir uns jetzt noch auf, falls wir nachher draußen noch was nachfüllen müssen. Das werden wir dann sehen. Hier haben wir die Kerbe, auch beim kleinen Topf, dass er ausdampfen kann. Ja, und wie befeuere ich den jetzt? Ich würde mal sagen, 3 oder 4 Kohlen unten und dasselbe oben. So, dann würde ich sagen, gehen wir raus, feuern wir Kohlen an und machen das heute endlich mal wieder auf den geilen Dutch auf den Tisch. So Leute, dann wäre es soweit. Heute verwende ich mal wieder die MacBriquette. Ja, die sind auch wesentlich dicker als alle anderen, wenn man die Okolyten so anschaut. Also, deswegen kommt bei denen ja auch an die Brenndauer nichts ran, eben weil sie so dick und groß sind. Machen wir 4-4, das sollte ausreichen. Dann stellen wir unseren Dutch-Ofen da drauf. So, die Kohlen nicht zu dicht legen. Aber schön unten rein. Dann 4 Stück oben drauf. Ja, und dann vergessen wir den Dutch Oven jetzt einmal für die nächsten Stunden. Wir haben es jetzt exakt 4:45. Zwischendrin schauen wir natürlich noch mal kurz rein. 4:45, 4:06, 4:07, ja, 4:07, circa 7:30. Sagen wir mal, um 7:30 erkläre ich das Essen dann für fertig. Aber
Jetzt tatschen wir erst einmal und nachher gucken wir einfach mal rein, ob wir noch Flüssigkeit nachschütten müssen oder nicht. Eine Viertelstunde, also gleich 6:30. Ja, schauen wir mal rein, was auch die Flüssigkeit spricht. Genügend. Boah, Leute, das riecht mal richtig lecker. Ja, lassen wir es einfach weiter brodeln. Wir haben es jetzt so. 7, also noch eine halbe Stunde. Jetzt gucken wir noch mal ganz kurz rein. Ja, das sieht doch mal richtig gut aus. Jawohl. Süßchen ist auch genügend drin. Und ja, dann würde ich mal sagen, lassen wir den Topf jetzt noch stehen eine halbe Stunde bis 7:30. Und wir gehen rein und dann zeige ich euch, ja, was ich dazu mache. Tja, und da gibt es jetzt Knödelchen dazu. Und ja, bei den Knödelchen, da tue ich ein bisschen cheaten. Ich nehme einfach solche Fertigknödel von Fanny. Die waren da irgendwie im Angebot. Keine 2 Euro, so ein Päckle. Und ich sag's euch, die sind lecker. Also das ist jetzt eigentlich keine Werbung für die, aber die Dinger schmecken einfach gut. Werden bloß ins Wasser reingeschmissen, kurz aufgekocht, 7 Minuten ziehen lassen und dann sind die fertig. Die habe ich letztens schon mal gehabt beim schnellen Abendessen und naja, die passen einfach dazu. Also, sobald ich dann den Topf reingeholt habe, sehen wir uns da drüben wieder. So Leute, pünktlich 7:30 gibt es das Essen. Kann man sogar so anlangen. Und Schatz weiß immer noch nicht, was für Rouladen ich gemacht habe. Schichtrouladen. Drum würde ich sagen, Schatz, du darfst die erste Portion rausholen. Mal gucken, ob du ja auf den Namen, den ich den Rouladen gegeben habe, kommst. Oh weh. Jo. Sind wir hier? Rate mal mit Rosenthal? Nein, rate mal mit Chunky. Okay. So. Geil. Wird das jetzt eine wissenschaftliche Untersuchung oder holst du jetzt was raus davon? Also mir läuft Wasser im Mund zusammen schon. Geht das mit dem? Das weiß ich nicht, ob das nee, mit dem geht, das glaube ich nicht. Mit dem da. Mit dem? Probier's aus. Also ich habe es ja wieder nur knapp 2,5 Stunden drin gehabt. 2,25, weil sonst wird es einfach zu weich und zu matschig. Ich will das halt, ich will da drin jetzt nicht rumschneiden. Ja, wenn es nicht anders geht, dann geht's nicht anders. Auf alle Fälle dieses Mal ordentlich mit Bacon. Viel Soße. Hey. Ja, wir haben ja auch viel Knödel. Knödelchen. Gucken wir mal ganz kurz die Knödelchen an. So sehen sie aus. Und ich sag's euch, die sind wirklich lecker. Habe ich glaube ich schon mal gesagt. Na, ah, hier wird in der Zwischenzeit heraus experimentiert. Das ist aber eine kleine Portion. Ja. Bin ja noch nicht fertig. Also ich bin jetzt dann echt gespannt, was du dazu sagst, zu dieser Variante. Und da ist Marmel drin. Ja. Rouladenjägerart. Richtig! Ja, jetzt gehört mir der Topf alleine. Nein. Absolut 100 Punkte. Nom, nom.
Guten Appetit. Lass das schmecken. Ich habe ein bisschen Soße brauche ich für die Knödel. Ja, und dann operiere ich meine Portion noch aus dem Topf raus. Und dann wird erstmal probiert. So, dann kommen wir jetzt zum Probiererle. Und ich bin ja jetzt wirklich mal gespannt. Wow. Also das ist mal richtig lecker geworden. Was mein Schatz gerade zu mir gesagt hat, sind da Gurken drin. Nein. Wie hast du es gesagt? Ich habe gesagt, wo sind denn die Gurken? Genau, wo sind denn die Gurken? Ja, dann habe ich zugeben müssen, die habe ich vergessen. Aber dadurch, dass das ja Rouladenjägerart sind, finde ich das vielleicht sogar als Vorteil. Ja? Okay. Also, Gott sei Dank habe ich die Gurken vergessen. Also, Leute, ich esse jetzt und nachher sehen wir uns noch zum Fazit. Und nach dem Fazit erzähle ich euch gleich noch, was ich im nächsten Video machen werde. Bis gleich. Huh, Hatschepü, Leute. 20 Minuten später, der Milch ist total vollgefuttert. Schatzi, wie sieht's bei dir aus? Auch satt. Auch satt. Ja, wunderbar. Also, ich empfinde es jetzt eigentlich schon als Glücksfall, dass ich die Gurken vergessen habe. Also, ich glaube, mit Gurken hätte es nicht so lecker geschmeckt. Da wäre es dann mehr Richtung klassisch gegangen, aber ich wollte ja heute Rouladenjägerart machen. Ihr könnt die Rouladen auch ganz normal wickeln und wie ganz normale Rouladen machen mit dieser Füllung. Würde ich ganz, ganz pauschal mal behaupten. Und ja, einfach mal Rouladen anders. Ich habe es halt jetzt als Schichtrouladen gemacht. Und sowas von lecker. Und die Knädelchen, wunderbar dazu. Echt wunderbar. Die schmecken sogar so noch hinterher. Schatz, sprich du mal, wie hat es dir geschmeckt heute? Du hast eigentlich Glück gehabt, dass die Essiggurken vergessen hast. War sehr lecker. Dann habe ich ja, glaube ich, heute alles richtig vergessen. Ja. Wie gesagt, macht es nach. Probiert die Rouladen aus im Jägerstyle. Ob jetzt als Schichtrouladen oder ganz normal gerollte Rouladen, macht es einfach. Ihr werdet begeistert sein. Tja, und in diesem Sinne sage ich jetzt noch nicht Tschüss, weil was machen wir im nächsten Video? Im nächsten Video. Nichts wird gespoilert. Doch? Nein. Doch? Nein. Doch? Nein. Doch? Nein. Ich mache Rindschweinfilet. Aber mehr sage ich dazu jetzt nicht. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was er meint, was ich da vorhabe. Vielleicht kommt ja einer auf die Idee. Ansonsten würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Ein freundliches Kommentar, wie sie immer so schön alle sagen. Und Abonnenten wären natürlich auch nicht schlecht. Und in diesem Sinne, hasta la vista, tschüss, bis morgen.